Wir sind heute, wie wir so schön sagen, in der großen Halle des Volkes untergebracht, weil wir in den Fraktionssitzungssaal nicht kommen konnten, obwohl wir alles auch mit Aufzügen erreichen können, barrierefrei. Aber für den Fall, dass ein Stromausfall entstanden wäre, hätte man Menschen ausbilden müssen, zur Verfügung stellen müssen, die dann die Rollstuhlfahrer evakuieren können, Treppen runterbringen können. Der Fall tritt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht ein. Aber so ist es in unserem Land, für den Fall, dass er eintritt, müsste alles vorbereitet sein. Und dieser Aufwand war so gigantisch, dass wir uns entschlossen haben, hierher zu gehen. Und es gibt auch ein schönes Ambiente. Ich freue mich, dass wir uns mit diesem Thema so intensiv beschäftigen. Und das Thema Inklusion hat ja eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und ein Teil dessen, was Inklusion bedeutet, können Sie auch heute hier erkennen. Wir haben Gebärdensprache für diejenigen, die etwas schwerer hören. Das wird Politikern manchmal auch nachgesagt, für Gehörlose und die, die schwerer hören. Ja, aber auch für die, die schwerer hören, kann man Gebärdensprache machen und natürlich auch noch andere technische Möglichkeiten. Ich habe ein großes Zentrum für schwerhörige Gehörlose in meinem Wahlkreis und bin deswegen mit denen ständig unterwegs und haben da großartige Einrichtungen. Wie wichtig dieses Thema uns ist, zeigt sich auch schon daran, dass der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Johannes Singhammer, heute bei uns ist und daran teilnimmt. Er hat in seiner Familie eigene Erfahrungen mit Behinderungen. Und lieber Johannes, herzlich willkommen heute bei uns. Einen herzlichen Gruß sage ich auch Karl Schieberling, unserem Behindertenbeauftragten. Er hat zu Uwe Schummer, unserem Behindertenbeauftragten. Er hat diesen Kongress gut vorbereitet und er hat auch sehr dafür geworben, dass wir ihn gerade jetzt machen, weil das Thema Inklusion im Augenblick in aller Munde ist und weil wir ja im Bund auch darüber diskutieren, was können wir mehr für Behinderte tun. Und lieber Uwe, herzlichen Dank für deinen Beitrag und für deinen Einsatz und vor allem, dass du auch viel im Land unterwegs bist und Behinderteneinrichtungen besuchst und mit Behinderten sprichst. Danke für deine Arbeit. Und Karl Schieberling, der nachher die Einführung geben wird, den habe ich deswegen schon gleich genannt, weil er unser Sprecher ist für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik und der Arbeitsmarkt ja ein ganz spezielles Thema gerade für Behinderte ist. Ich selber bin Ehrenvorsitzender eines großen psychosozialen Förderkreises und weiß, was es bedeutet, Menschen mit psychischer Behinderung in Arbeit zu bringen, ist manchmal noch schwerer als Menschen mit einer körperlichen Behinderung in Arbeit zu bringen. Und Arbeit ist so besonders wichtig, nicht nur als Strukturierung des Tages, sondern weil sie ein Selbstwertgefühl gibt, wenn ich durch meine eigene Arbeit auch meinen Lebensunterhalt verdienen kann und mit dazugehöre. Behinderte sollen nach unserer Auffassung voll am Leben teilhaben können. Sie sollen Veranstaltungen besuchen können. Sie sollen ganz normal sich im Leben bewegen können und sie sollen auch in den Bildungseinrichtungen ganz normal teilnehmen können. Und dafür muss nur noch einiges getan werden. Aber zur gleichen Zeit sage ich auch, und zwar nicht von der Theorie her, sondern von der Praxis,
weil ich eine behinderte Schwägerin habe. Eines dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Vor lauter Diskussion um Inklusion, sonderpädagogische Einrichtungen jetzt so hinzustellen, als ob man sie nicht mehr brauchen könnte. Es gibt eine ganze Reihe von behinderten Menschen. Meine Schwägerin beispielsweise, Trisomie 21, die geht jeden Morgen mit größter Begeisterung in ihre Einrichtung und kommt am späten Nachmittag wieder zurück. Und da freut sie sich drauf, weil dort in dieser Einrichtung kann sie was machen. Da erlebt sie mit Menschen, die ähnlich sind in der Behinderung wie sie. Die könnte aber nie und nimmer, und das muss man doch auch einsehen, eine ganz normale Schule besuchen. Das ging beim besten Willen nicht. Und deswegen will ich schon sagen, wenn ich so die Diskussion in den letzten Zeit höre, ich war immer dankbar, dass es eine solche sonderpädagogische Einrichtung gibt, wo meine Schwägerin jetzt schon über 30 Jahre hingeht, wo sie auch teilhaben kann am Leben. Und wir dürfen nicht nur den Eindruck erwecken, als ob jetzt alles mit Inklusion zu machen sei, was Behinderung betrifft. Und ich sage allen denen, die in solchen Sondereinrichtungen als Pädagogen, Erzieherinnen, Mitarbeiterinnen arbeiten, einen herzlichen Dank für ihren Einsatz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, dass die Inklusion noch einmal eine große Herausforderung für uns alle bedeutet. Und darüber wollen wir heute reden. Aber wir wissen vor allem auch, dass trotz aller behördlichen und staatlichen und politischen Maßnahmen der Arbeitsplatz immer auch davon abhängt, dass diejenigen, die keine schwerwiegende oder keine erkennbare Behinderung haben, bereit sind, Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz auch zu akzeptieren. Es ist nicht nur ein Thema, dass Arbeitgeber sagen, wir nehmen niemanden, sondern es ist auch ein Thema, ich weiß, wovon ich spreche, dass eine Gruppe bereit ist, auch jemand mit Behinderung aufzunehmen, ihn zu unterstützen und ein wenig abzufangen. Und deswegen Behinderten einen ganz normalen Platz im Leben zu geben, ist auch eine zentrale Aufgabe einer aktiven Bürgergesellschaft, zu der wir alle gehören. Und auch dafür möchte ich ganz intensiv werben. Ich freue mich also, dass wir diesen Kongress hier durchführen können und darf nun Karl Schieverling bitten zu seiner Einführung. Und er wird auch einen Überblick über das geben, was in der nächsten Zeit in unserer Fraktion an diesem Thema gemacht wird. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem Kongress, der ganz liebevoll und engagiert vorbereitet worden ist, nicht nur von Uwe Schummer, sondern auch von Tanja Ergin, die im Hintergrund unglaublich viel gewühlt und gearbeitet hat und dafür gesorgt hat, dass das in einem guten Rahmen hier stattfinden kann. Ich begrüße an der Stelle sehr herzlich den Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, den CDA-Bundesvorsitzenden Karl-Josef Laumann, der wie kaum ein anderer mit dieser Thematik verbunden ist und unglaublich viel Herzblut auch in seiner Zeit als Minister in Nordrhein-Westfalen in diese Debatte hineingesteckt hat und viel auf den Weg gebracht hat. Lieber Karl-Josef, herzlich willkommen. Die Begrüßung aller anderen wird nachher von Uwe Schummer gemacht, der sozusagen in den Bereich einführen wird. Und ich freue mich sehr, dass unser Fraktionsvorsitzender Volker Kauder in seiner Art authentisch, getragen von eigenen Lebenserfahrungen, die Begrüßung gestaltet hat. Sie haben gemerkt, da spricht nicht jemand, der keine Ahnung hat, sondern jemand, der tief verwurzelt ist in die Problemlage, mit denen sich Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen haben. Meine Damen und Herren, was ist die politische Rahmenbedingung? Die Rahmenbedingung ist der Koalitionsvertrag,
in dem wir gesagt haben, dass wir die Eingliederungshilfe reformieren wollen durch die Einführung eines Bundesteilhabegesetzes. Es ist ein großes Reformvorhaben der Koalition unter der Überschrift Nichts über uns, ohne uns. Dabei soll es eine Ausgabendynamik allerdings, das haben wir auch gesagt, nicht wieder entstehen. Und gegen die Befürchtungen der Botschaften in der vergangenen Woche sage ich Ihnen völlig klar und eindeutig, die Koalition bleibt dabei, dass wir ein Bundesteilhabegesetz auf den Weg bringen wollen. Das ist nicht ad acta gelegt, auch wenn wir es abgekoppelt haben von der unmittelbaren Frage der kommunalen Entlastung. Aber dennoch bleibt das Bundesteilhabegesetz auf der Tagesordnung unserer Koalition. Ja, dadurch, dass wir es abgekoppelt haben von der Frage der kommunalen Entlastung, können wir uns auf die wesentlichen Fragen konzentrieren. Können wir uns darauf konzentrieren, was eigentlich die Menschen bewegt, die sich mit Fragen von Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Arbeit und Gesellschaft beschäftigen. Wir arbeiten zurzeit in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion an einem Eckpunktepapier zu dem Thema. Das werden wir dann mit dem Koalitionspartner bereden. Wir werden es dann zusammenfügen. Und ich denke, dass unter dieser Entwicklung denn auch einiges auf den Weg gebracht werden kann. In Zusammenarbeit mit dem Bundesarbeitsministerium begrüße sehr herzlich Herrn Dr. Schmachtenberg, den Abteilungsleiter im Bundesarbeitsministerium für diesen Bereich. Herzlich willkommen. Nämlich parallel dazu tagt eine hochkarätig besetzte Arbeitsgruppe zum Bundesteilhabegesetz im Bundesarbeitsministerium. In insgesamt 9 Sitzungen bespricht sie bis Mitte April mögliche Reformthemen und Ziele und wägt mögliche Kompromisslinien ab. Protokoll und Ergebnisse übrigens können Sie, und das ist neu, auf der Internetseite des BMAS nachlesen. Und dadurch entsteht eine hohe Transparenz und eine hohe Beteiligungsmöglichkeit. Da werden Sie über den jeweiligen Stand der Erörterung präzise informiert. In diesem Prozess wird allen Beteiligten zunehmend deutlich, dass man so schnell sagt, wir machen ein Bundesteilhabegesetz, aber je intensiver man in diese Thematik einsteigt, umso komplexer werden die Fragen, die damit zu behandeln und zu beantworten sind. Es geht nämlich um vernünftige und kluge Lösungen vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Realität. Es geht darum, weitere weitgehende Kompromissauslotungen im Vorfeld öffentlicher Debatten, und es gilt, wie so bei solchen Gesetzesmaßnahmen notwendig, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Um was geht's? In der Realität gibt es kontinuierliche Veränderungen. So ist beispielsweise die Zahl der psychisch behinderten Menschen, die in Werkstätten beschäftigt sind, in den letzten Jahren erheblich angestiegen. Neue Konzepte müssen in den Werkstätten für behinderte Menschen erarbeitet werden. Bereits die Definition des Behindertenbegriffs ist schwierig, jedoch für die Gesamtproblematik unerlässlich. Der bisherige Begriff ist veraltet und vorwiegend defizitorientiert. Der neue Behindertenbegriff, wie wir ihn in der UN-Behindertenrechtskonvention haben, setzt dagegen auf den Ressourcen der Menschen mit Behinderungen an. Man muss sich fragen, welche Folgen hat eine Modernisierung dieses Begriffs? Wird der leistungsberechtigte Personenkreis dadurch ausgeweitet? Was könnte dies letztendlich bedeuten? Ich finde das eines der wichtigsten Schritte, nicht darauf zu schauen, was Menschen nicht können, sondern darauf zu schauen, was sie können. Und in meiner Sprache, lautet das: keiner kann nichts und keiner kann alles. Jeder kann etwas. Und jeder muss mit seinen Begabungen und Fähigkeiten gefragt werden und muss Chancen und Möglichkeiten haben, sich in Gesellschaft und Arbeitswelt einzubringen. Wir müssen unseren Fachkräftenachwuchs sichern. Ein großes Thema,
dass wir unter der Frage von Inklusion vor 10 Jahren noch nicht diskutiert haben. Es ist das Ergebnis einer prosperierenden Wirtschaft, der Nachfrage an Arbeitskräften, eine hohe Beschäftigung, die wir in Deutschland haben, eine sinkende Arbeitslosigkeit. Und jetzt rücken plötzlich viele Gruppen in den Mittelpunkt der Überlegungen, die man bisher mental zumindest ausgeschlossen hat. Und dazu zählen die Menschen mit Behinderungen. Und ich bin sehr froh über diese Entwicklung, weil sie uns die Augen für die Potenziale auch tatsächlich öffnen können. Voraussetzung ist jedoch für die Teilhabe am Arbeitsleben Bildung und Förderung. Wir können neue Berufsbilder aussehen und wie können auch Teilqualifikationen ermöglicht werden? Auch das sind wichtige Fragen in diesem Prozess. Für viele Menschen sind Werkstätten wichtig, weil sie dort Teilhabe am Arbeitsleben erfahren. Sie haben den Auftrag zu bilden und zu fördern. Darüber hinaus sollen sie soziale und kulturelle Teilhabe ermöglichen. Bundesweit arbeiten derzeit rund 300.000 Menschen in Werkstätten für behinderte Menschen. Ihre Zahl hat sich seit 15 Jahren mehr als verdoppelt. Vielfalt ist jedoch auch die Voraussetzung für Wahlfreiheit. Es bedarf daher mehr gleichwertiger Angebote außerhalb einer Werkstatt, etwa in Integrationsfirmen oder auf dem ersten Arbeitsmarkt mit Arbeitsassistenz und Unterstützung. Welche erfolgreich erprobte Modelle können wir bundesweit einführen? Auch diese Frage stellt sich uns. Die meisten Leistungen sind an die Einrichtungen für Werkstätten mit behinderten Menschen gebunden. Der Auftrag der Werkstätten, Teilhabe am Arbeitsleben auch auf dem ersten Arbeitsmarkt zu fördern, wird noch zu wenig wahrgenommen. Gerade der Eingangsbereich, in dem festgestellt wird, ob die Werkstatt ein geeigneter Ort zur Eingliederung in das Arbeitsleben ist, sowie der Berufsbildungsbereich, die beide von der Bundesagentur für Arbeit bezahlt werden, müssen verbessert werden. Lässt sich dieses Problem durch ein bundesweit geltendes Budget für Arbeit lösen? Sollte nicht der Eingangsbereich und der Berufsbildungsbereich auch für andere qualifizierte, verlässliche und geeignete Anbieter aus der freien Wirtschaft geöffnet werden? Wäre dies ein vielversprechender Ansatz, vor allem für junge Menschen mit Behinderungen? Die Vermittlungsquote der Werkstätten in reguläre Betriebe ist bundesweit unter 1%. Wie lässt sich der Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt verbessern? Wie kann verhindert werden, dass andere sozialrechtliche Ansprüche gemindert werden? Wie wäre ein Rückkehrrecht in die Werkstatt unter diesen Voraussetzungen auszugestalten? Damit habe ich zunächst einmal nur einige Probleme aus dem Bereich Teilhabe am Arbeitsleben aufgezeigt. Es bleiben weitere wichtige Themenfelder, zum Beispiel die Frage von Einkommen und Vermögen. Eingliederungshilfe darf keine Armutsfalle sein. Wie ist das zu verhindern? Persönliche Entfaltung und Wahlrecht. Teilhabeleistungen müssen sich am Bedarf des Einzelnen ausrichten. Wie könnte ein bundeseinheitliches Bedarfsfeststellungsverfahren aussehen? Vernetzung und Kooperation. Wie könnten kompetente Anlaufstellen für Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen und eine Beratung wie aus einer Hand aussehen? Und schließlich, wie können die Kommunen entlastet werden und über welche Wege lässt sich die Vereinbarung, neue Ausgabedynamik zu vermeiden, tatsächlich umsetzen? Vor dem Hintergrund dieses Problemaufrisses, mit dem wir uns zurzeit beschäftigen, erhalten die 3 eingangs genannten Punkte noch einmal besondere Bedeutung. Wir müssen kluge Lösungen finden. Wir sollten so gut wie möglich Kompromisse im Vorfeld öffentlicher Debatten ausloten. Und bei allem gilt Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Meine Hoffnung und meine Erwartung ist, dass durch diesen Kongress wir bei diesem Ziel ein gutes Stück weiterkommen. Viel Freude bei den Beratungen. Und allen einen herzlichen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, die Sie eingeladen und begleitet haben. Und ich denke, das ist eine gute Voraussetzung, damit wir in einen guten Dialog eintreten können. Herzlichen Dank.
Sehr verehrte Damen, meine Herren, liebe Mitstreiter der Inklusion, es sind insgesamt 20 Arbeitsaufträge, die wir im Koalitionsvertrag niedergeschrieben haben, die wir in den nächsten Jahren zu bearbeiten haben, in denen wir Teilhabe etwas stärker entwickeln wollen, als es bisher in der Gesellschaft möglich ist. Teilhabe behinderter Menschen in der Arbeitswelt, in Bildung, als auch in Kultur innerhalb der Gesellschaft. 20 Arbeitsaufträge. Das gemeinsame Ziel ist diese Inklusion. Der Begriff selber, Inklusion, ist sperrig, er ist sehr technisch. Und mir ist es lieber zu sagen, mittendrin, mitten im Leben, nicht parallel, sondern dort, wo das Leben ist, da sind Menschen dann auch besonders mit ihrer Teilhabe gefordert und dort sind sie auch zu fördern. Es geht um das barrierefreie Reisen. Wer kennt nicht die Beispiele an Bahnhöfen, in Reisebussen, wenn man mit einem Rollstuhl dann auch unterwegs ist und etwas mehr Platz braucht als andere, etwas mehr Zeit braucht als andere Fahrgäste. Es geht um die leichte Sprache im Umgang mit Behörden, bei Bescheiden, zumindest bei der Kommentierung der Bescheide, was uns allen miteinander auch helfen würde, so etwas nachzuvollziehen. Es geht um Innenstädte, die menschengerecht sind, um eine vitalisierende Innenstadt. Und wenn ich mir beispielsweise in Dresden mal eine relativ barrierefreie Innenstadt habe anschauen dürfen, dann kann man nur sagen, überall wo Treppen sind, da sind auch Aufzüge, da sind auch Rampen. Über diese Rampen, da fahren auch Jugendliche mit ihren Skateboards, da sind auch Radfahrer unterwegs, die sie nutzen können, auch ältere Herrschaften mit ihren Gehhilfen oder auch Mutter und Vater mit dem Kinderwagen und vollgepackten Einkaufstüten. Das heißt, es geht nicht nur um Barrierefreiheit, es geht um menschengerechte Innenstädte. Und wir wollen auch mehr Teilhabe in Betrieben und Verwaltungen. Wir sehen, wie die Schwerbehindertenvertretungen dort ihre Arbeit leisten, in der Bildung, im Miteinander, in der Entwicklungszusammenarbeit, auch das Thema der behinderten Menschen weltweit ansprechen und das Teilhabegesetz. 20 Arbeitsaufträge, die wir miteinander in der Großen Koalition formuliert haben. Und aus der Praxis für die politische Praxis wollen wir heute Wege definieren, mit Ihnen besprechen, wie wir dies politisch dann auch umsetzen können. Es wäre eben gut, wenn das Programm, das derzeit läuft, von Seiten des Bundes 550 Millionen Euro für barrierefreie Innenstädte über die Bundesländer, jetzt auch von den Kommunen, umgesetzt würde. Es wäre hilfreich, wenn das von uns miteinander geplante 15 Milliarden Programm zumindest für die Kommunen im investiven Bereich neben Energieeffizienz, dem Verkehrsinfrastruktur eben auch das Kriterium Barrierefreiheit mit aufnehmen würde. Das wäre ein schwerer Brocken, um dann auch vitalisierende Innenstädte zu schaffen. In der Automobilindustrie wird Alfons Adam anschließend bei uns hier in der Runde mitsprechen. 1 Million anerkannt schwerbehinderte Menschen sind derzeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und gerade die Automobilindustrie steht eben auch für Mobilität. Wir können dort auch Schwerbehindertenvertretungen in besonderer Weise den Interessen einer inklusionsorientierten Arbeitswelt gerecht werden. Die größten Kostentreiber derzeit, die wir haben, auch im Bereich der Eingliederungshilfe, 60% der Zugänge in Werkstätten sind Arbeitnehmer, die psychisch erkrankt sind. Und Schwerbehindertenvertretungen sind auch soziale Strukturen in den Unternehmen und Verwaltungen, die dafür sorgen, dass eben Frühverrentungen verhindert werden, indem die Potenziale der dort Beschäftigten auch weiter genutzt werden können durch betriebliches Eingliederungsmanagement, durch betriebliche Gesundheitsprävention, dass die Arbeitskraft, die Talente, Eigenschaften, Fähigkeiten auch im Unternehmen bleiben und nicht mit Mobbing, Frühverrentung oder in die psychische Erkrankung die Alternative ist. Dafür sind Schwerbehindertenvertretungen enorm wichtig. Sie sind eine Entlastung der Wirtschaft und sie sorgen dafür, dass wir auf dem ersten Arbeitsmarkt die Arbeit so gestalten, dass sie menschengerecht wird, dass sie auch human ist. Wir haben
letztendlich bei vielen Gesprächen, die ich mit Schwerbehindertenvertretungen geführt habe, immer eine Antwort bekommen, nämlich gib uns Zeit. Schaut, dass wir mit dem Recht, das wir haben, dass wir die Menschen, die Beschäftigten gut beraten können, dass wir uns Zeit für sie nehmen und dass wir auch entsprechend mit Freistellungen unserer Aufgabe in den Unternehmen gerecht werden. Dann haben wir dabei Benedikt Licker, Dirigent, Kulturschaffender, Stadtrat, CSU in Nürnberg. Er wird uns berichten, wie Kunst, wie Leben, wie Politik, Arbeit in Einklang gebracht werden können, welche Behinderungen auch außerhalb des Menschen sind und wo Strukturen Menschen behindern und behindernde Strukturen beseitigt werden können und müssen, damit alle Menschen ihre Potenziale ausschöpfen können, einbringen können für uns alle. Das hilft den einzelnen Menschen, das hilft auch uns in der Gesellschaft. Und was bedeutet es, wenn die Einkommens- und Vermögensgrenze bei der Eingliederungshilfe bei 2.600 Euro liegt und das seit 15 Jahren? Wenn selbst bei einer Ehe, bei einer Partnerschaft Liebe mit Armut Hand in Hand geht, weil alles das, was über die 2.600 Euro verdient wird, sofort wieder einkassiert wird. Das heißt, hier müssen wir in einem modernen Teilhaberecht, in einer Teilhabegesetzgebung auch diese Einkommens- und Vermögensgrenze anpassen, verbessern. Auch hier muss sich Leistung lohnen. Wir werden mit der Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, Donata Schenk, zu Schweinsberg sprechen, wie dann auch die UN-Behindertenrechtskonvention, die wir ab Mittwoch, Donnerstag, dann auch in Genf bei dem Monitoring besprechen werden, wie sind die Fortschritte hier in Deutschland dieser UN-Behindertenrechtskonvention und wie die großen Träger auch bereit sind und Prozesse entwickeln, um Inklusion, um Wahlfreiheit, um Differenzierung zu organisieren, auch neue Wege im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention zu beschreiten. Wir wollen Wahlfreiheit. Wahlfreiheit heißt nicht eine Linie, egal wie diese Linie definiert ist, sondern wir brauchen Optionen, Differenzierung, Alternativen. Das heißt, die bestehenden Kompetenzen sind weiterhin notwendig, sinnvoll, wichtig und richtig, aber wir brauchen mehr Ausdifferenzierung. Nur dann kann Wahlfreiheit letztendlich für die einzelnen Menschen auch gelingen. Wir müssen raus aus den ideologischen Schützengräben, ich weiß alles, es folgt mir nach, sondern jeder Mensch ist anders und deshalb braucht jeder Mensch auch andere Optionen. Das ist für uns Wahlfreiheit und pragmatische Lösungen, die wir miteinander dann auch umsetzen und finden wollen. Wir haben die Initiativen Fünfling Router und Kindertraum, die uns zeigen, wie gemeinsam auch mit klassischem Handwerk, mit mittelständischen, mit kleinen Unternehmen Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt gelingen kann, wie das Zusammenwirken von Betreuung, von Assistenz und Produktivität dann möglich ist, wenn man Durchlässigkeit und soziale Mindeststandards und Rückkehroptionen dann auch organisiert und schafft. Nur das ist es, eine der Voraussetzungen. Man braucht Durchlässigkeit, Flexibilität und ein Grundmaß dann auch an gemeinsamer Sicherheit. Es muss auch möglich sein, nach 2-3 Jahren wieder zurückzukehren, ohne dass man sagt, okay, ihr fallt, ihr müsst euch für immer entscheiden und wenn es nicht gelingt, dann fallt ihr ins Nichts. Das ist unmenschlich. Deshalb Flexibilität im Sinne der Optionen, auch sich erproben zu können für alle Menschen, die hier betroffen sind. Deshalb und hierüber sprechen wir auf unserem heutigen Kongress. Schön, dass Sie da sind, dass Sie mitwirken, dass wir am Ende politisch aus der Praxis für die politische Praxis die richtigen Entscheidungen treffen werden und am Ende der nächsten beiden Jahre 2017 Teilhabe in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt noch stärker sich entwickelt hat als zur jetzigen Zeit. Miriam Holstein, anerkannte Journalistin, wird durch die weiteren Fachrunden auch der Betroffenen und auch die sich daran anknüpfende Diskussion führen. Schön, Miriam Holstein, dass Sie da sind. Kommen Sie auf das Podium, führen Sie uns durch die Veranstaltung. Herzlich willkommen allen Mitstreitern.
So, Mikro ist an, wunderbar. Auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen, meine Damen und Herren. Ich werde Sie jetzt durch den quasi zweiten Teil der Veranstaltung begleiten. Wir haben jetzt viel über die politischen Rahmenbedingungen auch gehört und jetzt wollen wir mal in medias res gehen und uns angucken, wie es denn in der Praxis mit inklusiven Angeboten aussieht. Ich habe bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung bin ich auf einen Kommentar in der Süddeutschen Zeitung zum Thema Inklusion gestoßen am Wochenende, der, wie ich finde, ganz gut beschreibt, vor welcher Herausforderung wir gerade stehen und das in dem Satz zusammenfasst: Nicht die Behinderten müssen sich bewegen, die Gesellschaft muss es tun. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie es die Gesellschaft schon tut und wo sie es vielleicht auch noch nicht so tut und was daraus auch sich für Anforderungen an die Politik ergibt. Und da freue ich mich besonders, drei Experten hier auf dem Podium begrüßen zu können, die uns dazu ganz viel sagen können. Mein erster Gast ist gestern aus Augsburg angereist. Er sagt von sich selbst, er habe einen hohen Wiedererkennungseffekt. Er wird allgemeinhin als Inklusionsaktivist bezeichnet, aber ich finde, das beschreibt nur sehr unzulänglich die Bandbreite seines Schaffens. Herr Schumer hat die Vorstellung eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen. Er ist nämlich nicht nur seit 2010 dafür engagiert, die UN-Behindertenrechtskonvention auf allen politischen Ebenen umzusetzen, sondern er ist auch Gründer, künstlerischer Leiter und Dirigent der Konzertreihe Roll and Walk, die es sich zum Ziel gesetzt hat, an verschiedenen Orten Konzerte barrierefrei zu organisieren, und zwar sowohl in sozialen Einrichtungen als auch ganz normal an öffentlichen Plätzen. Er ist außerdem seit 2014 im Stadtrat für die CSU in Augsburg. Herzlich willkommen, Benedikt Licker. Ich freue mich, dass Sie da sind. Mein zweiter Gast ist Donata Freifrau von Schenk zu Schweinsberg. Sie ist von der Ausbildung her Sozialpädagogin. Aber vor allem ist sie ein Beispiel dafür, wie viel man mit Ehrenämtern bewegen kann, wenn man sie mit einem solchen Engagement und mit einem solchen Herzblut betreibt, wie sie das tun. Sie haben zum Beispiel in ihrer Heimatstadt Wuppertal den Mittagstisch für Schüler ins Leben gerufen, sie haben Strafgefangene betreut, sie waren Jugendleiterin einer Kirchengemeinde und sie sind seit 2006 Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes. Sie kümmern sich da besonders um die Sozial- und Wohlfahrtsarbeit und insbesondere auch um die Inklusion von alten Menschen und von behinderten Menschen. Herzlich willkommen. So, meinen dritten Gast, den muss ich in diesem Rahmen eigentlich gar nicht mehr vorstellen, aber ich werde Ihnen trotzdem einige biografische Eckdaten kurz in Erinnerung rufen. Er war von 2005 bis 2010 Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Er hat als langjähriger Bundestags- und Landtagsabgeordneter, unter anderem auch als Fraktionschef der CDU in NRW, viel Erfahrung gesammelt, wie man politische Projekte auf den verschiedenen politischen Ebenen vorantreiben und umsetzen kann. Er ist seit 2005 Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, CDA, und außerdem seit Dezember 2013 als Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium auch Patienten- und Pflegebeauftragter. Herzlich willkommen, Karl-Josef Laumann, nochmal. Ganz kurz zum Ablauf. Ich werde hier jetzt die Gäste auf dem Podium bitten, ganz kurz zu einem Schwerpunkt etwas weiter auszuführen. Dann würde ich gerne die Runde auch gleich für Ihre Anfragen und Anregungen öffnen wollen. Und noch ein Hinweis, wenn Sie wollen, dass das, was hier besprochen wird, jetzt schon einem größeren Publikum zugänglich wird und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter unterwegs sind. Ich weiß, dass wir hier wie Julia Probst einige sehr begeisterte Twitterer unter uns haben. Dann können Sie das tun unter dem Hashtag barrierefrei 2015. Herr Licker, meine erste Frage ging an Sie. Die bayerische Landesregierung hat ja einen sehr ehrgeizigen Plan aufgestellt, nämlich Bayern bis 2023 barrierefrei zu machen. Sie waren auch beteiligt. Bekommen Sie das schon zu spüren? Merken Sie das in Ihrer Stadt schon? Also in meiner persönlichen Arbeit als Stadtrat bekomme ich es schon zu spüren, weil einfach die Sensibilisierung dadurch für die Belange von Menschen mit Behinderung in den drei Punkten, die ich damals unserem Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden am Wahlabend mit auf den Weg gegeben habe, schon angegangen wird. Das ist einmal die Barrierefreimachung des
öffentlichen Raumes. Wir wollen alle teilhaben am öffentlichen Leben, aber wenn wir schon in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum behindert werden, funktioniert es nicht. Punkt 2 ist der barrierefreie öffentliche Personennahverkehr. Um von A nach B zu kommen, bin ich darauf angewiesen, dass der barrierefrei wird. Und Punkt 3 ist eigentlich ganz immanent für Inklusion, nämlich das Recht eines jeden Menschen, sich gegenseitig kennenzulernen. Und zwar von früher Kindheit auf, damit Bedenken und Ängste von klein auf schon abgebaut werden. Sprich, die schulische Inklusion ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Faktor, um Inklusion leben zu können. Und das Vierte, was ich unserem Ministerpräsidenten mit auf den Weg gegeben habe, ist ein starker Einsatz für das Bundesteilhabegesetz. Und zwar besonders für den Punkt, die Eingliederungshilfe frei zu machen von Vermögen und Einkommen. Denn momentan laufen wir mit den 2600 Euro an Vermögen, in Anführungszeichen, und in etwa 800 Euro, die wir so an Einkommen haben können, auf eine Altersarmut zu, gerade bei Menschen mit Behinderung, für die wir gar nichts können. Im Gegenteil, dadurch werden wir dazu gedrängt quasi. Und vielleicht können Sie das nochmal ausführen, was das bedeutet. Ja. Also dass die Tatsache, dass bei der Eingliederungshilfe, wer Assistenz benötigt, da seine Vermögensverhältnisse offenlegen muss und sozusagen auch alles ab 2600 einsetzen muss, ist ja eins der größten Ärgernisse. Was bedeutet es für Sie im Alltag? Das bedeutet für mich im Alltag, dass ich eigentlich, wenn ich Assistenz benötige, nicht mehr als 800 Euro im Monat verdienen darf. Alles, was drüber geht, muss ich an den Sozialstaat zahlen und nicht mehr als 2600 Euro an Vermögen anhäufen darf. Dadurch ist es mir nicht möglich, anzusparen für die Altersvorsorge. Es ist nicht möglich, auf ein Auto anzusparen, auf eine Reise, zumal ja wir Menschen mit Behinderungen durchaus höhere Ausgaben haben als ein nicht behinderter Mensch. Also ich habe vor etwa einem Dreivierteljahr mal angefragt bei einem Automobilhersteller, was so ein Umbau für mich kosten würde. Und dabei ist alles zusammengerechnet eine Summe von etwa 150.000 Euro gekommen. Allein fürs Auto, für den Umbau und für den Führerschein. Mit den 2600 Euro komme ich da nicht weit. Vielen Dank. Frau von Schenk, das Deutsche Rote Kreuz ist Träger von vielen Einrichtungen mit Inklusionsangeboten. Mit Blick auf den Bereich Wohnen, wo sehen Sie denn da, wo geht denn da die Entwicklung hin? Verstärkt im stationären Bereich oder zunehmend in kleineren ambulanten Wohngruppen? Was sind da sozusagen die Trends, was wäre notwendig und wie stellen sich die Träger darauf ein? Erlauben Sie mir, dass ich, bevor ich zum Wohnen komme, einen Satz zur Kita und einen zur Schule sage, weil das Wohnen fängt ja an mit der Geburt. Man ist zu Hause, auch als behindertes Kind. Ich bin ein großer Befürworter der Kitas, die sich öffnen für alle Kinder, egal welche Handicaps und Nicht-Handicaps und welche Begabung sie haben. Die Kinder können unheimlich viel daraus lernen, andere Menschen zu achten. Und es wird auf einmal ganz normal, dass jemand groß ist, jemand klein ist, jemand dick ist, jemand ein Handicap hat. Und Kinder lernen das spielerisch. Das ist sicherlich, was für unsere Gesellschaft in Zukunft ganz wichtig sein muss. Das Zweite ist die Schule. Da möchte ich auf etwas anknüpfen, was Herr Kauder vorhin gesagt hat. Ich bin auch der Ansicht, dass bevor die Regelschule bei uns nicht richtig stimmt, wir diese ganzen Förderklassen nicht abschaffen dürfen. Denn wenn man sich vorstellt, bei uns sind 26 Kinder in einer Klasse. 4 davon haben eine Behinderung, die Lehrer sind noch nicht richtig ausgebildet. Es kommen 4 Sozialpädagogen dazu. Man stelle sich vor, was für eine Unruhe in dieser Klasse ist. In Amerika, die seit 40 Jahren Erfahrung mit Inklusion in der Schule haben, besteht die Schule aus 16 Kindern. 4 davon haben ganz unterschiedliche Handicaps und die haben 2 Sozialpädagogen. Die Schüler, die vermeintlich gesunden Schüler sind Pate für die anderen, man macht die Aufgaben zusammen, man frühstückt zusammen. Das ist für mich gelebte Inklusion und nicht eine Mammutklasse, wo man Angst haben muss, dass Kinder durchs Raster fallen, weil für sie nicht die Zeit und die Pädagogik da ist, sie zu fördern. Jetzt
Nach der Schule kommt der Arbeitsmarkt. Ich wünsche mir natürlich, dass die Unterstützung für alle Kinder und Jugendlichen aus einer Hand kommt, das heißt von der Kinder- und Jugendhilfe, und dass wir nicht unterteilen zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen. Dass wir da wirklich eine Linie in unserem Lande fahren. Bei dem Arbeitsmarkt ist es so, dass wir uns natürlich wünschen, bessere Bedingungen, mehr Menschen in den Arbeitsmarkt. Wir haben als Rotes Kreuz große Behindertenwerkstätten, kooperieren aber mit anderen Firmen, sodass wir ein Geben und Nehmen haben. Andererseits ist es auch so, dass wir eigenständig Firmen gegründet haben, Gartenbau, Landschaftsbau, Reinigung, auch Cafés, dass wir zum Beispiel Cafés entwickeln, nicht im Stadtzentrum, sagen wir mal Kudamm oder 17. Juni, sondern in irgendwelchen Ecken, wo keine Cafés sind, wo Menschen mit Behinderung, in dem Café, was ich kenne, sind es 40% der Menschen, die dieses Café bedienen, haben eine Behinderung. Es kommen gesunde und weniger gesunde Menschen hin. Es ist ein Ort der Begegnung. Und das ist für mich auch Inklusion, und das in einem Stadtviertel, wo nicht jemand ein Café baut, weil es gerade in ist und weil man was verdienen kann, sondern weil man hier einfach einen Punkt setzen will der Begegnung. Jetzt kommen wir zum Wohnen, was Sie ja mich eigentlich gefragt haben. Wir sind natürlich dafür, dass man ambulant wohnt. Wir haben als Rotes Kreuz nicht sehr viele riesige Einrichtungen, sondern haben immer auf kleine Einrichtungen gesetzt, die wir jetzt aber auch noch mal etwas umwandeln wollen zu richtigem ambulanten Wohnen. Und da ist das Barrierefreie eigentlich das Wenigste, sondern das, was da eine große Rolle spielt, ist das Miteinander. Und ich kenne selber auch eine Abteilungsleiterin aus dem Familienministerium. Sie sagt, ich gehe bald in Rente. Mein Sohn ist Anfang 20. Was wird aus ihm, wenn ich mal ihn nicht mehr pflegen kann oder wenn ich nicht mehr da bin? Und da haben wir jetzt drei unterschiedliche Projekte gegründet, nämlich einmal ein Wohntraining. Da kommen junge Menschen hin. Es sind meistens 6 junge Menschen, die in einem Trainingscamp sozusagen zusammenleben. Es sind Pädagogen da und auch Ehrenamtliche, die gut ausgebildet sind, die jeweils nach den Bedürfnissen, nach den Schwachpunkten, nach den Interessen mit diesen 6 Jugendlichen zusammenleben. Da geht es darum, wie gehe ich mit Geld um, was kaufe ich ein, wie koche ich, Behördengänge, Arztbesuche, aber auch die Freizeitgestaltung, denn die ist ja wiederum ganz wichtig, weil man durch die Freizeit auch wieder andere Menschen kennenlernen kann und da kann auch wieder Inklusion stattfinden. Dann haben wir ein Wohnmobil gegründet. Da kommen Eltern mit ihren jungen Menschen hin und informieren sich, wie ist das, wenn mein Sohn oder meine Tochter eines Tages alleine leben wollen. Da werden Vorträge gehalten über den Alltag, über Gesundheitsversorgung, über welche Hilfestellung brauche ich, um eigenständig zu leben. Das sind so ganze Vortragsreihen. Und dann kristallisiert sich ja auch manchmal raus, dass ein junger Mensch sagt, ich traue mir das zu, ich möchte gerne selbstständig irgendwo wohnen. Und dann haben wir als drittes auch WGs, also die wir ja schon kennen aus, ich möchte jetzt nicht sagen aus den 68ern, aber WGs, wo junge Leute hineinziehen, um einfach zu testen, kann ich alleine wohnen. Wenn das jetzt auch wieder eine Wohngruppe ist von 5 jungen Menschen mit Behinderungen, dann hat jeder ein eigenes Zimmer, jeder einen eigenen Briefkasten, jeder eine eigene Klingel, aber man hat einen großen Gemeinschaftsraum, in dem sich das Leben abspielt. Und da bekommt jeder die Unterstützung auch wieder von Ehren- oder Hauptamtlichen Rotkreuzland, die er für sein Leben braucht, um auf ein selbstständiges Leben vorbereitet zu werden. Und neben diesen Wohngruppen dürfen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass es junge Menschen gibt, die Eltern haben mit einer Behinderung. Und da versuchen wir, Assistenzen zu entwickeln, um diesen Eltern weiterzuhelfen. Und in einer Familie gibt es ja meistens oder hoffentlich viele Geschwister und Kinder. Und da muss man auch immer sehen, wenn in der Familie ein junger Mensch ein Handicap hat, dass die Geschwisterkinder nicht überfordert werden. Denn meistens kümmert man sich, das ist wie wenn man, also ich habe 9 Enkel, da gibt es 2, die sind sehr schwierig. Also kümmern wir uns immer um diese Schwierigen. Und die, die so leichtlebig sind, können immer durchs Raster fallen. Dass wir auch Projekte haben für Geschwisterkinder, die beispielsweise auf einem Bauernhof gruppendynamische Prozesse, die Unterhaltung haben, die im Grunde genommen auch sprechen können und auf den Weg gebracht werden, wie gehen wir mit Geschwistern um, die ein Handicap haben, welche Stellung ist in der Familie auch den Eltern gegenüber, also dass man das auch auf den Weg bringt und dass wir nicht nur Menschen im Visier haben, die ein vermeintliches Handicap haben, sondern die Familie als Ganzes.
Vielen Dank. Also das lässt erkennen, was Sie geschildert haben, dass wir da eine stärkere, sehr viel stärkere Ausdifferenzierung noch erleben werden in den kommenden Jahren und eben auch eine starke Bedarfsorientierung, die individuell eben abgestimmt wird. Herr Laumann, der Paritätische Wohlfahrtsverband hat zusammen mit mehreren Verbänden gerade vor ein paar Tagen einen Appell veröffentlicht, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, zügig das Bundesteilhabegesetz auf den Weg zu bringen. Offenbar ist man sich bei den Verbänden trotz der Absichtserklärung nicht so sicher, dass das auch geschehen wird. Und eine der Kernforderungen ist ein vollumgänglicher Zugang zu Pflegeleistungen. Können Sie uns sagen, was im Bereich Pflege beim Bundesteilhabegesetz, womit wir rechnen können? Und können Sie den Betroffenen garantieren, dass das Ziel, die Kommunen zu entlasten, nicht letztendlich auch auf Kosten der Betroffenen gehen wird? Ja gut, also wir haben ja nun einen eindeutigen Koalitionsvertrag, dass wir die Reform der Eingliederungshilfe angehen. Die Frage, dass man jetzt abgekoppelt hat, kann man werten, wie man will. Was die Pflegeversicherung angeht, wir werden auf jeden Fall den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff machen. Der ist im Grunde genommen für den Bereich der Menschen, die in der Eingliederungshilfe leben, überhaupt die Voraussetzung, dass die Leistungen der Pflegeversicherung einigermaßen passgenau für diesen Personenkreis sind. Also das kann ich mit Sicherheit für das Gesundheitsministerium zusagen, dass wir diesen Gesetzesentwurf in diesem Jahr durch Bundestag und Bundesrat bringen werden. Wir haben das auch mit einer vernünftigen Finanzierung hinterlegt. Die Spielräume gibt uns aber eben auch der Koalitionsvertrag, weil ja der Pflegeversicherungsbeitrag um 0,5% erhöht wird, um überhaupt die Spielräume zu haben, diesen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einzuführen. So, was heißt das jetzt für die Eingliederungshilfe? Es ist heute schon so, dass alle behinderten Menschen die Leistungen der Eingliederungshilfe kriegen und nicht in Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, also zum Beispiel ambulant wohnen, im betreuten Wohnen sind, in den Wohngruppen wohnen, kriegen selbstverständlich die vollen Leistungen der Pflegeversicherung. Für den Bereich, die in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, strich das alte Wort Wohnheime, wenn ich das nochmal nennen darf, ist damals ein Paragraph geschaffen worden, dass dieses pauschal abgeglichen wird. Und da ist jetzt die Frage, ja, kann man da die vollen Leistungen der Pflegeversicherung geben? Das ist auch ein bisschen eine Kostenaufteilung zwischen unterschiedlichen Kostenträgern. Wenn man das der Pflegeversicherung sagt, sie soll das machen, reden wir hier über eine Summe von 1,5 Milliarden Euro, die sich in den jetzigen Leistungsspektrum der Pflegeversicherung nicht darstellen lässt. Also wir können nicht in ein System, wo wir ein Finanzvolumen von 28 Milliarden Euro haben, einfach so 1,5 Milliarden in ein solches System schlucken. Das geht nicht. Sie müssen auch sehen, dass die Pflegeversicherung ja keine Versicherung ist zur Teilhabe, sondern die Pflegeversicherung ist von ihrer ganzen Konzeption her eine Pflegeversicherung im Teilkaskoprinzip. Pflegeversicherung finanziert nicht Wohnung. Pflegeversicherung finanziert nicht Essen und Trinken. Pflegeversicherung finanziert nicht Teilhabe am Arbeitsmarkt. Sondern Pflegeversicherung ist eine ausschließliche solidarische Absicherung in einer Teilabsicherung für das Thema der Pflegebedürftigkeit. So ist sie nun mal vor 20 Jahren geschaffen worden. Und 4/5 der Menschen, die in der Pflegeversicherung Leistungen bekommen, sind hochbetagte Menschen. Und die Pflege eines hochbetagten Menschen in der Frage von Eingliederung ist ein anderer Auftrag wie die Pflege eines jungen Menschen in Frage von Eingliederung. Und deswegen hat der Gesetzgeber, ich war ja damals als junger Bundestagsabgeordneter beteiligt, wo die Pflegeversicherung gemacht worden ist, sehr bewusst, auch nach sehr langen Anhörungen im damaligen Ausschuss, entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen hier in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe, also im Heim, nicht eine Mischfinanzierung zwischen Pflege und Eingliederungshilfe, sondern haben gesagt, es soll eine Einheit sein. Im Übrigen zum Schutz der Menschen, die in den Einrichtungen sind. Und ich glaube, dass sich das auch alles in allem bewährt hat. Und diese Debatte wird natürlich zurzeit auch ein bisschen geführt. Ja, ich sag mal, also im Koalitionsvertrag gibt es auch einen weiteren Absatz. Keine Verschiebung
der einen Sozialversicherung zu Kosten einer anderen, ohne dass man darüber ein Einvernehmen hat. Also von daher ist diese Frage, jetzt einfach über die Pflegeversicherung diese Probleme zu lösen, das sage ich ganz offen, in unseren jetzigen Reformvorhaben nicht so beantwortet, dass wir in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe die Leistungen im vollen Umfang der Pflegeversicherung geben wollen. Wenn das passieren soll, ist das ordnungspolitisch machbar, ohne Frage. Aber da muss man natürlich auch diese Finanzierungsfrage, diese gewaltige Finanzierungsfrage gleichzeitig mit beantworten. Nun ist es ja auch so, dass es zahlreiche Regelungen schon existieren, teilweise es aber in der Umsetzung hapert. Also Stichwort zum Beispiel persönliches Budget, da gibt es seit 2008 einen Rechtsanspruch. Es wird auch von allen als Instrument einer besseren Umsetzung der Teilhabe begriffen, aber in der Praxis gibt es eben Probleme bei der Beantragung, Probleme mit den Leistungsträgern gelegentlich. Muss da noch nachgebessert oder wie kann da noch nachgebessert werden? Also erst einmal, Sie sind jetzt ja nicht unbedingt jetzt mein Job als Pflegebeauftragter, aber als jemand, der nun auch die Eingliederungshilfe sehr, sehr lange im Blick hat und auch aus meiner NRW-Erfahrung. Man muss einfach sehen, mit der jetzigen Gesetz zur Eingliederungshilfe kann man mit gutem Willen auch untergesetzlich schon eine ganze Menge machen, was wir hier diskutieren. Das ist auch die Wahrheit. Das persönliche Budget ist im jetzigen Recht machbar. Auch Teilbudgets sind im jetzigen Recht selbstverständlich machbar. Es ist immer nur die Frage, wie viel wollen es und wie werden die betroffenen Menschen animiert oder unterstützt, auch diese neuen Leistungsformen in Anspruch zu nehmen. Es gibt wieder andere Dinge, dafür muss man aber keinen ganzen Systemwechsel machen. Also wenn ich zum Beispiel die Frage angehen will, dürfen behinderte Menschen in der Eingliederungshilfe Vermögen haben? Deswegen muss man nicht die ganze Eingliederungshilfe ändern. Das ist eine partielle Frage, die man anders entscheiden muss, wenn man es denn will. Die Eingliederungshilfe damals ist davon ausgegangen, wir sorgen in unseren Einrichtungen bis ans Lebensende für diese Menschen. Also hat sich die Vermögensfrage nicht gestellt. Im Übrigen gab es auch damals kaum Behinderte mit Vermögen. Das ist heute anders. Ich würde uns auch sehr raten, die anders zu beantworten. Also ich bin dafür, dass diese Menschen Vermögen bilden können, im Übrigen auch erben können. Ich kenne Eltern, die sagen, ja Herr Laumann, kennen Sie denn nicht einen Trick, dass ich auch meinem behinderten Kind etwas zukommen lassen kann, ohne dass es die Sozialhilfe wegnimmt und mein Kind überhaupt keine Lebensqualitätsverbesserung dadurch hat, dass ich ihm etwas vererbe. Wenn man gute Anwälte kennt, gibt es diese Tricks. Ich finde, dann kann man auch sagen, man darf eine bestimmte Menge an Vermögen haben. Auch was Sie gesagt haben, dass man sparen kann, halte ich für ganz wichtig, dass auch behinderte Menschen sparen können, wenn sie Leistungen der Eingliederungshilfe bekommen. Aber deswegen muss man ja nicht ein ganzes System ändern. Wir haben viele Regelungen gemacht, Integrationsunternehmen sind auch im heutigen Recht möglich. Also das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist wohl das Land mit den meisten Integrationseinrichtungen, weil wir da einen großen Schwerpunkt gesetzt haben. Wir haben damals gesagt, Integrationsunternehmen müssen den Menschen aber so viel Lohn zahlen können, dass sie nicht gleichzeitig noch abhängig sind von der Grundsicherung. Denn die Geschäftsmodelle müssen schon so viel Geld abwerfen, dass sie auch den Arbeitsplatz finanzieren und den Lebensunterhalt eines Menschen finanzieren. Das hat eigentlich ganz gut geklappt in Modellen, wie sie etwa mit dem Behindertencafé dargestellt haben. Und dann ist immer die Frage, ja, wie kriegst du das hin, wenn die auf diesen Arbeitsmarkt versagen, dürfen die in die Werkstatt zurück. Da würde ich mir auch sehr wünschen, dass es so etwas wie Ausprobieren gibt. Was haben wir dann also gemacht? Wir haben die Integrationsunternehmen oft als Abteilungen von Behindertenwerkstätten gegründet, um den Schutz der Behindertenwerkstatt nicht zu verlieren. Wir haben es gemacht mit ausgelagerten Arbeitsplätzen. Alles so, ja, ich sag mal, Krücken, um das eine mit dem anderen zu verbinden. Aber wenn die Krücken sowieso schon immer gegangen werden, dann finde ich, kann man auch einführen, dass man sagt, wer aus einer Behindertenwerkstatt kommt und geht auf den ersten Arbeitsmarkt, auch wenn es in einem Integrationsunternehmen ist zum Beispiel, und er sollte scheitern, darf in die Behindertenwerkstatt zurück, weil die Behindertenwerkstatt ja nun doch auch im sozialrechtlichen Bereich ein paar Schutzmechanismen bindet, die sie haben. Und lassen Sie mich zum Schluss ein letzter Gedanken sagen, der meine Auffassung von Behindertenpolitik immer sehr bestimmt hat und bis heute bestimmt. Wir stehen in Wahrheit immer in dieser Frage vor zwei Punkten.
Wenn Sie mit Eltern von behinderten erwachsenen Menschen sprechen, dann sagen die ganz oft: Mein Gott, Herr Laumann, was passiert bloß mit unserem Kind, wenn wir mal nicht mehr da sind? Diese Menschen wünschen sich Sicherheit. Sie wünschen sich eine Einrichtung, wo man sagen kann, da ist es, euer Kind, darauf könnt ihr euch verlassen, sie wird dieses Kind begleiten. Umgekehrt sagen wir aber, in der Weiterentwicklung der Behindertenpolitik, der behinderte Menschen soll möglichst selbstbestimmt leben können. Und das sind ja zwei Punkte, die sich auch ein bisschen widersprechen. Und deswegen möchte ich ganz gerne uns immer daran erinnern, dass wir in der Behindertenpolitik nicht von einem Extrem zum anderen gehen sollen. Wir haben früher sehr stark auf große Einrichtungen gesetzt. Heute setzen wir fast nur noch auf weg von Einrichtungen. Und manchmal denke ich, dass der richtige Weg auch ein bisschen in der Mitte liegt. Dass es sowohl ein Klientel gibt oder Menschen gibt, für die die Einrichtung auch in Zukunft vielleicht sogar der beste Lebensort ist. Und auf der anderen Seite das möglichst selbstständige Leben für andere wiederum auch eine tolle Sache ist und auch ein bisschen darauf achten, was passt zu wem. Und es sehr auch von der Persönlichkeit abhängig zu machen. Ich kann Ihnen auch sagen und berichten, dass ich in meinem Leben auch schon Menschen kennengelernt habe, die aus einer Einrichtung der Eingliederungshilfe ins betreute Wohnen gekommen sind, die gesagt haben, wir sind hier schon ganz schön einsam, weil sie das andere eben mehr an Gemeinschaft gewohnt waren. Und deswegen würde ich immer dafür plädieren, dass man nicht vom einen Extrem zum anderen geht. Und dann der letzte Gedanke, der mir ganz wichtig ist, wir müssen auch mal begreifen, genau wie wir Nichtbehinderten generationsmäßig unterschiedlich leben, so leben auch behinderte Menschen von Generationen unterschiedlich. Also wenn Sie heute einen 60-jährigen Behinderten treffen, in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe, dann hat er in seiner Kindheit noch in Schlafsälen gelegen. Heute hat er ein Einzelzimmer, fast im Regelfall. Der findet natürlich aufgrund seiner Lebensgeschichte die Werkstatt und das Heim als sein Zuhause. Und ich finde, da sollten wir es für ihn auch so akzeptieren. Und dann durch Inklusion, durch Kindergarten, was Sie gesagt haben, für eine weit jüngere Generation das eben anders beantworten. Das ist mir in dieser Frage auch ganz, ganz wichtig, dass man es auch ein bisschen mal von Generationen von behinderten Menschen sieht. Meine Mutter ist 85, die lebt auch anders wie ich. Und meine Kinder sind alle so zwischen 20 und 25 und die leben etwas anders wie ich und meine Frau. Das ist, finde ich, auch normal und das wird auch bei behinderten Menschen auch ein bisschen so sein. Vielen Dank, Herr Laumann. Also ich muss da jetzt schon widersprechen. Ich glaube, wir brauchen den Systemwechsel, weil das System nicht mehr zeitgemäß ist. Dann würde ich sagen, es gibt Leute, die sich in ihren Einrichtungen wohlfühlen, mag das sein. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, ich bin inklusiv aufgewachsen, da gab es die Diskussion darüber noch gar nicht. Und ich war damals in einem Reha-Sportverein und es war gerade so die heiße Disco-G-Phase, wo ich eben auch mit Jugendlichen in meinem Alter zusammengekommen bin und festgestellt habe, dass die in ihren Einrichtungen, wo sie ja sowohl behütet sind, wo es keine Barrieren gibt etc., Berührungsängste zur normalen, unbehinderten Gesellschaft aufgebaut haben. Das heißt, es gibt Berührungsängste sowohl bei den Nichtbehinderten zu den Behinderten, als auch andersrum. Und natürlich fühlen sie sich wohl in den Einrichtungen. Aber sie fühlen sich nur deswegen wohl, weil sie die Welt draußen nicht kennengelernt haben. Und ich glaube, jeder Mensch hat das Recht darauf, einen behinderten Menschen kennenzulernen. Und er wird einen behinderten Menschen allein im Laufe des Lebens kennenlernen, weil die meisten Behinderungen eben nicht von Geburt vorhanden sind und im Laufe des Lebens, wie es so schön heißt, erworben werden. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, das System dahingehend zu machen, dass quasi die Barrierefreiheit oder die Inklusion ein Komfortgewinn für alle sind, und das in die Köpfe der Menschen bringen, dann reden wir auch nicht mehr über ein Problem einer kleinen Minderheitsgruppe, sondern wir reden darüber, dass Inklusion in meinen Augen das größte gesamtgesellschaftliche Phänomen oder die größte gesamtgesellschaftliche Umwälzung der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein wird. Und die müssen wir heute schon ganz bewusst und ganz stringent angehen. Vielen Dank. Ich würde noch was anfügen. Und dann würde ich aber die Runde öffnen wollen.
Also ich finde es natürlich ganz wichtig, dass jeder Mensch, egal ob er eine Behinderung hat oder nicht, über sein Leben selbst bestimmen kann und kann auswählen, wie und wo er leben will. Und ich denke, das schließt das nicht aus. Die Generationen verändern sich und ich finde, da müssen wir halt nur die Voraussetzungen schaffen, dass die Wahlmöglichkeit für jeden besteht. Ich möchte mal zwei Beispiele nennen. Aus meinem Kreis. Sie alle erinnern sich an die Elbeflut. In Havelberg waren in einer Turnhalle 150 Menschen untergebracht für eine ganze Weile, durch alle Generationen. Und das Rote Kreuz hat damals die Betreuung übernommen. Und die Küche haben geleitet eine Behindertenwerkstatt. Und es war so super, wie diese Menschen mit riesen Kochlöffeln in riesen Töpfen rührten, das Essen verteilt haben und dann deutlich gesagt haben, wir sind ein Teil und wir helfen den anderen. Dieses gebraucht zu werden und dass einem was zugetraut wird, dass man einen Stellenwert in der Gesellschaft hat und dass man was leisten kann, auch für die Gesellschaft, ich denke, das ist wahnsinnig wichtig. Und noch ein Beispiel zum Arbeitsmarkt. Bei der Bergwacht vom Roten Kreuz gibt es einen 24-Jährigen, der bei einer Bergrettung verunglückt ist. Er lebt seitdem im Rollstuhl. Er hat 80 Operationen hinter sich gebracht. Er hat 600 Liter gespendetes Blut bekommen. Und er ist quietschfidel in seinem Rollstuhl und sagt zu mir, ich bin super happy, ich habe mein Leben akzeptiert und im Griff. Ich möchte Coach werden. Am besten wünsche ich mir, dass eine Krankenkasse mich einstellt, denn so wie ich glücklich bin, können es auch andere werden. Und wenn ich für diesen Menschen einen Platz bei einer Krankenkasse, einen Job finden würde, da wäre ich jetzt wieder happy, aber ich habe ihn bis jetzt nicht gefunden. Dankeschön. Ja, damit möchte ich das öffnen für Ihre Fragen und Anregungen. Speziell auch zum Thema Pflege, Wohnen und Freizeit des Arbeitsmarkts werden wir uns in der zweiten Podiumsrunde darum kümmern. Aber wenn Sie was anderes, ein anderes Anliegen haben, können Sie es natürlich auch. Bitte schön. Können Sie sich ganz kurz vorstellen? Carsten Detlef aus Dithmarschen. Ja, also ich muss den hier geäußerten Dingen geben, weil Inklusion ist eine sehr vielschichtige Geschichte, genauso vielschichtig wie die Menschen. Behinderung ist immer genauso vielschichtig, wie die Menschen es auch sind. Ich habe, wie gesagt, am vierten Lebensjahr bin, ich habe Inklusion eigentlich nach meinem vierten Lebensjahr in den 80er Jahren gelebt, habe jetzt promoviert im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Mal ganz schwierig war. Sie bekommen ein Mikrofon, da kann man Sie noch besser verstehen. Genau. Achso, danke schön. Was bei mir seit jeher schwierig gewesen ist, und jetzt muss ich leider das Thema Arbeitsmarkt schon mal ansprechen, ist eine adäquate Beschäftigung zu finden. Ja? Und möglichst auch eine Beschäftigung, die nichts mit dem Handicap zu tun hat, weil Inklusion, und ich denke, da sind wir uns alle auch einig, Inklusion ist erst dann vollständig erreicht, wenn das eigene Handicap zur Nebensache wird und der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ich denke, darauf sollte trotz der Vielschichtigkeit der Behinderungen, wie sie vorliegen, die Politik auch abzielen. Ich bin jetzt zwar mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in sehr konstruktiven Gesprächen, was meine berufliche Zukunft betrifft, aber es waren doch schon sehr schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit, dass man mich mit Fachhochschuldiplom und so weiter in ein Callcenter als Lotterieverkäufer, Lotterielosverkäufer platzierte. Man hat als behinderter Mensch nicht unbedingt die Gewissheit, dass es mit dem Handicap zu tun hat, weil andere Leute haben auch Probleme, aber die Verunsicherung, wenn man ein Handicap hat, ist einfach umso größer. Und ich weiß nicht, was die Politik dagegen tun kann, aber da sollten wir und sollten sich die Verbände vor allen Dingen auch einmal Gedanken machen, wie wir da alle an einem Strang ziehen können, dass wir passgenaue Lösungen für jedermann finden können. Dankeschön. Herr Laumann, wie kann sich denn der erste Arbeitsmarkt da noch stärker öffnen? Also, was Sie sagen, ist leider traurige Realität. Die Wahrheit ist, dass das Vermitteln auch eines Menschen mit Hochschulabschluss, mit Doktortitel, mit Klasse-Examikers
im ersten Arbeitsmarkt ganz oft eine Riesenbarriere ist. Und damit habe ich es noch freundlich ausgedrückt. Wir sind heute auch sehr gut in der Frage, dass wir die Leute dann über Berufsförderungswerke und auch zum Berufsabschluss bringen, jetzt auch in dualen Ausbildungsgängen. Am Ende steht immer die Frage, schafft man den Sprung in einen ersten Arbeitsmarkt und ich sage auch mal, in eine bezahlte Arbeit. Ich höre auch oft genug, wenn ich dann mal Verbände und Verwaltungen so anspreche und sage, ich habe da einen Brief bekommen von einem Bürger und so, können Sie da nicht mal helfen? Auch Krankenhäuser und so. Dann sagen sie, ja, der kann ja mal ein Praktikum machen. Aber keiner kann sich so richtig vorstellen, bezahlte Arbeit. Und deswegen gibt es da wirklich ein dickes Problem. Ein ganz dickes Problem. Und ich sage Ihnen auch, ich habe auch kein politisches Patentrezept darauf zu antworten. Wir haben die Schwerbehindertenquote, das haben wir ja alles. Wir haben Stellen, die jeden Arbeitgeber Nachteile ausgleichen, dass der Arbeitsplatz zum Beispiel passend für eine Behinderung gebaut wird. In den Kassen haben wir Geld genug, um das zu machen. Da wird es nie scheitern. Sondern Sie brauchen einen Arbeitgeber, der bereit ist, an solche Menschen einzustellen. Und ich bin fest davon überzeugt, da muss sich etwas in den Köpfen ändern. Und das möchte ich auch mal sagen. Ich habe ja noch, weil ich sehr jung angefangen bin zu arbeiten, die Arbeitswelt in den 70er Jahren kennengelernt. Da arbeiten ja noch unheimlich viele Menschen, die mit schwersten Behinderungen aus dem Krieg zurückgekommen sind. Damals war das eine Ehrensache, dass bestimmte Arbeitsplätze für diese Menschen einfach da waren. Ich habe damals als junger Mensch keinen Pförtner gekannt, der nicht schwerstbehindert war. Ob das im Krankenhaus war, ob das im Rathaus war, ganz egal wo man war, auch in den Privatfirmen. Wo diese Generation in Rente ging, da hat sich irgendwie etwas in den Köpfen geändert. Da wurde gesagt, wir machen jetzt die Pförtnerbude weg, wir machen eine geschwungene Theke, dahinter muss ja etwas Attraktives arbeiten, das ist ja schließlich das Eingangsportal unserer Einrichtung, unseres Unternehmens. Also wenn es nicht wieder so wird, dass es auch zum Image einer guten Einrichtung gehört, eines guten Unternehmens gehört, eines guten Krankenhauses gehört, dass auch da, wo man sieht, Menschen mit schweren Behinderungen arbeiten, wenn das nicht wieder ein Stück auch Visitenkarte von Unternehmen wird, werden wir das Problem nie lösen können. Und ich muss leider sagen, das sage ich ganz traurig eigentlich, dass diese Entwicklung selbst vor den sozialen Einrichtungen unseres Landes keinen Halt gemacht hat. Selbst da hat es keinen Halt mehr davor gemacht. Und das finde ich schon, dass wir sehr daran arbeiten müssen, denn diese Menschen ist ja nicht mit einem zweiten Arbeitsmarkt gedient. Die ist auch nicht mit einer Integrationswerkstatt am besten gedient. Sondern diese Menschen ist eigentlich nur gedient, wenn sie eine reguläre Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt haben, auch mit einem Einkommen, was ihre Arbeit fair behandelt, wovon sie dann auch leben können. Und das ist noch ein Bohren, ja, ich würde mal sagen, ganz dicker Bretter. Und wir machen von der Regierung, alle Regierungen, auch die Landesregierung, wir machen so viel, wo wir immer wieder an Beispielen darstellen, dass diese Menschen genauso, wenn man das gut einrichtet, genauso leistungsfähig sind wie alle anderen, dass sie nicht mehr krank sind wie alle anderen. Da geben wir uns riesen Mühe, dieses in die Köpfe der Entscheidungsträger zu bringen. Und trotzdem, finde ich, ist das größte Problem der Integration, den Sprung in den ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Da werden wir gleich noch mehr hören. Hier vorne gibt es zwei Fragen. Ich würde erstmal Sie bitten, in der dritten Reihe. Bitte stellen Sie sich kurz vor und danach der Herr da hinten. Danach die Dame und der Herr. Mein Name ist Helmut Greiner. Ich bin Schwerbehindertenvertreter in der Volkswagen AG im Werk Salzgitter. Zu dem, was der Herr hier gerade sagte und das, was der Herr Laumann aussagt. Dass es früher die Ehre gab, dass man Menschen mit Behinderung eingestellt hat, zumindest als Pförtner oder sonst irgendwas. Bei aller Ehre, das mag durchaus früher so gewesen sein, das ist heute nicht mehr so. Und ich glaube schon, dass man sehr wohl, wenn wir heute wirklich den Punkt Inklusion ernsthaft betrachten wollen, und darüber reden, darüber diskutieren, was können wir, was müssen wir tun, ist einer der ganz wesentlichen Punkte, die wir überhaupt, glaube ich, überhaupt nicht übersehen dürfen, ist etwas, was die Frau Schenk gesagt hat, nämlich in den Krippen anfangen. Die Kinder müssen in den Krippen anfangen und das muss weitergehen in die Schulen, aber nicht einfach nur den Schalter umschalten, so wie jetzt in den Schulen. Da wurde der Schalter umgelegt, zack, und jetzt kann jeder dort rein. Die Fachkräfte sind gar nicht da.
So schön wie das ist, dass wir dort Inklusion haben, aber wir haben die Fachkräfte gar nicht dort an den Plätzen, wo wir sie eigentlich brauchen. Sondern wenn wir nicht wirklich heute begreifen, nicht nur darüber zu diskutieren, sondern zu sagen, wir müssen wirklich in der Krippe anfangen und dann muss das wirklich hineinwachsen. Allerdings müssen wir dann auch die Mittel und die Möglichkeiten, die wir haben, dann auch dementsprechend freischalten. Das wird keine Nummer sein von jetzt auf sofort, sondern da muss man reinwachsen, da muss man Kompromisse am Anfang finden, überhaupt gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass das der Weg ist. Und das ist auch der Weg, glaube ich, der neuen Zeit, der neuen Generation. Wir müssen dieser Generation auf die Beine helfen, nämlich genau in der Form, dass wir klar und deutlich sagen, jawohl, da legen wir den Schalter um und jetzt lassen wir diese Generation dort hineinwachsen. Weil ich bin ziemlich davon überzeugt, dass jemand, der in so einer Generation aufwächst, als Arbeitgeber später nicht im Kopf hat, ach, der ist ja schwerbehindert, den nehme ich nicht. Ja, so, und auch nicht das Ehrgefühl oder nicht, sondern da ist einfach, das ist ein Miteinander. Und ich glaube, da wächst es am gesündesten überhaupt auf. Vielen Dank. Ich würde erstmal ein paar Fragen noch sammeln wollen, aber gerne. Der Herr hinter Ihnen, zwei Reihen weiter hinten. Ich habe Sie da hinten gesehen. Ja, Volker Czaremann, ich komme aus Vechta und ich möchte direkt auf Herrn Laumann eingehen. Ich bin jetzt nunmehr seit 40 Jahren in der Behindertenarbeit tätig und seit 15 Jahren habe ich direkt mit der Vermittlung von Menschen aus einer Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt zu tun und bin ein Fan geworden des Budgets für Arbeit. Ich begleite auch das Sozialministerium und den Landesbeauftragten in Niedersachsen. Wir haben ja seit 2008 in Niedersachsen das Budget für Arbeit und es wurde vorhin angesprochen, dass es ja auch eventuell überlegt wird, das bundesweit als Möglichkeit einzuführen. Wir haben als unsere Einrichtung sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Im Moment ist die Situation bei uns, wir sind eine Boomregion in Vechta, muss ich dazu sagen, arbeitstechnisch, arbeitsmarktmäßig. Ich habe eher das Problem, die Menschen zu finden in der Einrichtung, die der Arbeitsmarkt zurzeit sucht. Wir haben ca. 650 Menschen mit Behinderung bei uns in der Einrichtung. Und ich mache den Job seit nunmehr 15 Jahren und ich sage mal, ich habe die meisten, die Interesse haben und die Fähigkeit haben und die noch keine EU-Rente beziehen, bereits auf den ersten Arbeitsmarkt vermitteln können. Jetzt sprechen mich Betriebe an und sagen, Mensch, hast du noch jemanden? Ich brauche noch jemanden hier in diesem oder in jedem Bereich. Und das Problem, was ich im Moment habe, ist, nicht Betriebe zu finden, die Menschen mit Behinderung einstellen, sondern die Menschen an ihren Arbeitsplatz zu bringen, weil sie ja auf dem flachen Land bei uns nicht mobil sind. Da nützt auch kein Budget für Arbeit, wenn diese Menschen nicht die Möglichkeit haben, zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Ich hatte mal einen Fall von einem jungen Mann, den möchte ich ganz kurz berichten. Der hat sich ein 30 km/h-Auto gekauft. Da musste er sogar in Holland beziehen, weil das hier nicht mehr zugelassen ist. Er ist damit über viele Jahre in eine Großbäckerei gefahren und hat dort gearbeitet, weil er keinen Führerschein machen konnte oder es nicht geschafft hat. Also als Grundproblem im Moment die Mobilität. Der Arbeitsmarkt hat sich geöffnet. Dazu gehört auch dicke Bretter bohren und immer wieder auch auf Betriebe zugehen und den Betrieben die Möglichkeiten eröffnen, auch über Außenarbeitsplätze zum Budgetarbeitsplatz zu kommen, aber eben auch die Mittel zur Verfügung zu stellen, die die Menschen brauchen, auf dem flachen Land zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Dankeschön. Ich würde hier noch zwei Fragen, die Dame in der vorletzten Reihe mit dem meisten. Ach ja. Der Herr im Rollstuhl. Mein Name ist Heinrich Buschmann, ich bin der Vorsitzende von dem Verein Mobil mit Behinderung. Ich möchte anfangen mit dem Herrn Schummer, der gesagt hat, Einkommen und Vermögen müsste angepasst werden. Ich möchte fortfahren mit Herrn Laumann, der sagte, ja, eine Menge an Vermögen sollte möglich sein. Leistung muss sich lohnen. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, in diesem Bundesteilhabegesetz, die Finger vom Vermögen und vom Einkommen wegzulassen, dann verspreche ich Ihnen eine Revolution hier in Deutschland. Dann werden die Behinderten aufstehen, weil das kann nicht länger angehen. Wir arbeiten genauso wie jeder andere. Und es kann nicht sein, dass wir nur wegen unserer Behinderung benachteiligt werden, dass sie uns das Geld wegnehmen, das wir brauchen, um das Leben überhaupt meistern zu können. Deswegen nochmal klar und deutlich, Finger weg von Vermögen und Einkommen. Danke. Der Herr hinter Ihnen? Stopp. So einfach geht es nicht. Zum Thema Inklusion klar und deutlich.
Es muss von Grund auf anfangen, es muss beginnen. Mein Vorredner hat es deutlich gesagt. Von der Kita an, durchgängig. Okay, wir haben heute noch dieses Fachpersonal. Dann schafft das Fachpersonal, schafft die Lehrer, schafft die pädagogischen Kräfte. Es muss möglich sein, dass die Gesellschaft das Bewusstsein endlich bildet, dass behinderte Menschen nichts anderes sind, nur ein bisschen gehandicapt eben. Mehr nicht, mehr oder weniger. Das ist einfach extrem wichtig. Weil dann kriegen wir die Gesellschaft, die es versteht, wo und wo, wie wir stehen. Mehr brauchen wir da an der Stelle gar nicht zu tun. Und vielleicht noch ein Tipp an Sie. Denken Sie mal darüber nach, das Berufsbild Assistenz ins Leben zu rufen. Wir brauchen Assistenten. Wir finden sie fast nicht mehr. Wir brauchen ausgebildete Assistenten, die wissen, worum es geht, die auch eine abgesicherte Berufsbahn vor sich haben. Das muss ähnlich funktionieren. Das wäre mein Tipp an Sie. Danke. Dankeschön. Der Herr hinter Ihnen, und dann würde ich erst mal wieder zum Podium zurückgehen. Ja, vielen Dank für den Impuls gerade. Zu dem letzten, da ist natürlich auch nötig, ich muss mich erst mal vorstellen, mein Name ist Herbert Frings von der Lebenshilfe Nordrhein-Westfalen. Zu dem letzten ist natürlich auch notwendig, dass diese Assistenten vernünftig bezahlt werden. Wir haben Vergütungssätze in der kommunalen Sozialhilfe, also wo der örtliche Sozialhilfeträger zuständig ist für Integrationshelfer, die sind 13,26 Euro bis 20 Euro. Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind damit schwer zu halten und Mitarbeiterbindung geht gar nicht auf Dauer, weil natürlich solche Arbeitnehmer, die in solchen Beschäftigungsverhältnissen sind, gerade am Mindestlohn finanziert werden und dann natürlich sich ständig bessere Perspektiven suchen. Das Eigentliche, was ich sagen wollte, ich bin in Begleitung von Frau Kosolowski hier, das ist unsere neue Lebenshilferätin in NRW, ist eine Selbstvertreterin, die traut sich jetzt nicht, weil sie zum ersten Mal in so einem großen Gremium ist, selbst zu reden. Ich wollte anknüpfen an dem, was Herr Lieker gesagt hat, dass die Werkstätten für Menschen mit Behinderung im Grunde genommen auch deshalb nur eine Berechtigung haben, weil diese Menschen keine regulären Arbeitsplätze kennengelernt haben. Das stimmt, aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die zum Beispiel durch betriebsintegrierte Arbeitsplätze die Arbeitsplatzsituation auf dem ersten Arbeitsmarkt kennengelernt haben und dort feststellen mussten, dass doch der Leistungsdruck so hoch ist und die Möglichkeit von Assistenz, die man dafür braucht, gerade als Mensch mit einer geistigen Beeinträchtigung, dass man diesem Druck, der doch da ist, nicht standhalten kann. Von daher, wenn man das in den Blick nimmt, mehr Werkstattarbeitsplätze aufzulösen durch beispielsweise Budget für Arbeit, muss gewährleistet sein, dass eine entsprechende Finanzierung da ist. Der Minderleistungsausgleich, der im Moment gegeben wird, ist zu gering. Ich muss so viel Assistenz haben, so viel Minderleistungsausgleich dann auch für die Firma, die mich einstellt, dass ich damit ebenbürtig produzieren und Dienstleistungen machen kann, wie ein sonstiger Beschäftigter. Sonst funktioniert es nicht. Sonst geht auch ein Mensch mit Behinderung zu sehr in die Drucksituation. Zum Thema Wohnen. Wir hatten das Thema Pflegeversicherung. Herr Laumann, wir hatten letzte Woche schon mal ein kurzes Gespräch darüber. Es stimmt, im ambulant betreuten Wohnen können Menschen mit Behinderung die Pflegeversicherung schon auch nutzen. Aber ich möchte noch mal deutlich machen, dass das auch im stationären Wohnen wichtig und sinnvoll ist. Ob es dann eine volle Geldleistung oder Sachleistung ist, muss man sehen. Aber für Menschen mit hohem Hilfebedarf, die in stationären Einrichtungen betreut werden, nimmt die Pflege immer mehr zu. Das ist das, was wir beobachten, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beobachten. Und das kann nicht zu Gänze aus der Eingliederungshilfe finanziert werden, weil die Leistungssätze stagnieren, wir bekommen kleine Erhöhungen, aber die Pflege wird immer mehr. Hier muss die Pflegeversicherung einen Beitrag leisten. Vielen Dank. Dankeschön. Dann würde ich gerne aufs Podium zurückgehen. Herr Lieker, wir haben über die Probleme erster Arbeitsmarkt gehört. War es bei Ihnen auch ein Motiv für die Gründung dieser Konzertreihe, dass Sie gesagt haben, also wenn ich sozusagen kein passgenaues Angebot finde, dann werde ich da selbst aktiv? Also mein Ansporn war, ich komme aus einer Musikerfamilie. Ich bin von klein auf mit klassischer Musik umgeben, kannte bis zu meinem 10. Lebensjahr gar nichts anderes. Ich habe ein musisches Gymnasium besucht, ganz normal, und habe irgendwann festgestellt, dass einfach die Rahmenbedingungen am kulturellen Teil haben, teilweise sehr eingeschränkt sind. Das beginnt damit, dass eben die Veranstaltungsorte nicht barrierefrei sind, dass teilweise ein
Begleitpersonenzwang herrscht an der Abendkasse. Also mir ist selbst schon passiert, dass ich eine Karte lösen wollte und man mir den Eintritt verwehrt hat, mit der Begründung, in meinem Ausweis ist ein Buchstabe B. Deswegen darf ich mich aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht hineinlassen. Ich habe mich dann an der Kasse umgedreht und habe gemeint, ja bitte, wer möchte da gern umsonst mit rein, und hatte plötzlich 10 Begleitpersonen. Und der Platz oder das Angebot an Rollstuhlplätzen ist meistens auf ein Minimum reduziert. Das heißt, wenn im Theater Augsburg 6 Rollstuhlplätze existieren, wenn der 7. kommt, hat er keine Chance. Kultur macht aber für mich den Menschen aus. Und es ist ein Recht, am kulturellen Leben teilzuhaben oder teilzugeben. Um das zu ermöglichen, habe ich vor 8 Jahren meine Freunde, alle ausgebildete Musiker, um mich herum versammelt und habe einen barrierefreien Ort in Augsburg gefunden, wo wir klassische Konzerte mit bis zu 40 Mann Orchester anbieten können. Die Menschen mit Behinderung bekommen freien Eintritt. Rollstuhlplätze sind unbegrenzt. Gut, wer eine Begleitperson braucht, kann sie mitbringen, muss sie aber nicht. Ich habe in den ersten 3 Jahren gemerkt, dass das Angebot immer besser angenommen wird. Und nach 3 Jahren hat sich der Kreis der Menschen mit einer offensichtlichen Behinderung stagniert. Ich habe mich dann mit den verschiedenen Einrichtungen auch zusammengeschlossen und habe dann gefragt, ein Marketingmanagement, wie man so schön sagt, mit den Betrieben, und habe gefragt, ob ich denn euch auch erreiche mit meinem Angebot. Mir wurde dann wieder gespiegelt, jawohl, Herr Licker, Sie erreichen uns. Allerdings, unsere Bewohner oder Mitarbeiter mit Handicap haben trotz ihres Angebots, also trotz kostenlosem Eintritt, teilweise Fahrdienste, die wir organisiert haben, haben trotzdem Berührungsängste, zu ihnen zu kommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann kommt der Berg zum Propheten. Allerdings mit der Vorausgabe, wenn wir in eure Einrichtungen kommen, dann sind es auch öffentliche Konzerte, um auch da über die Kunst und Kultur den Abbau von Berührungsängsten voranzutreiben. Und schließlich habe ich gemerkt, ich kann ja nicht sein, dass ich der einzigste Mensch mit einer Behinderung mit künstlerischen Begabungen bin, und habe innerhalb meines mittlerweile gewachsenen Festivals anderen Künstlern mit Handicap ein Podium geboten außerhalb der Behinderten-Community. Wir haben einen Literaturwettbewerb ins Leben gerufen, wo wir Menschen mit geistiger, psychischer und körperlicher Behinderung aufgefordert haben, uns doch Texte zuzuschicken zum Thema Liebe, Lust und Leidenschaft. Auch ein leichter Tabubruch. Wir haben in einem Jahr einen Gebärdensprachpoeten eingeladen im normalen Konzert, ohne es explizit zu bewerben. Und ich muss sagen, der Aha-Effekt im Publikum war fantastisch. Also ich habe noch nie ein Konzert erlebt, wo mal kein Mensch reingehustet hat. Er hat immer in 20 Minuten seine Gebärdenpoesie vorgestellt. Wir hatten einmal ein Konzert in einem Seniorenzentrum, wo wir einen einarmigen Jazz-Saxophonisten samt Band eingeladen haben. Und ja, das war so mein Beweggrund, in die Kulturszene einzusteigen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, Moment, über die Kultur kann ich nur eine kleine Gruppe von Menschen sensibilisieren. Und irgendwann wurde ich dann angefragt von der Jungen Union, ob ich nicht den Bereich Kultur übernehmen will. Und nach kurzer Überlegungszeit habe ich zugesagt, weil ich gemerkt habe, dass die Politik die Rahmenbedingungen schafft. Und ich glaube, es ist auch ein Fehler, dass noch zu wenig Menschen mit einer offensichtlichen Behinderung in der Politik sich an vorderster Front engagieren und Ämter übernehmen. Weil ich glaube, wenn wir täglich miteinander in Berührung kommen, wären wir auch in der Diskussion schon viel weiter, als wir heute sind. Dankeschön. Da würde ich auch gerne nochmal das Stichwort aus dem Publikum aufgreifen, das Sie auch schon angesprochen hätten, die Frage der Wertschätzung. Sozusagen, dass man schon früh anfangen muss, das Thema ganz anders wertzuschätzen. Frau von Schenk. Also das haben wir ja, der zweite Redner, ja auch nochmal betont, wie wichtig es ist, dass man bei den Kindern anfängt. Es ist natürlich so, jeder Mensch hat Werte und die sind halt unterschiedlich verteilt. Auch die Begabungen sind unterschiedlich verteilt. Das tut ja richtig weh, wenn man den ersten Redner hört, der eine Top-Ausbildung hat und keinen Job findet. Ich frage mich, was können wir machen,
damit Menschen den Platz finden, der für sie der wichtige ist. Wenn jemand musikalisch ist und findet da seinen Weg, das ist bewundernswert, weil das ja auch ein schwerer Weg ist. Aber wie können wir den Arbeitsmarkt öffnen? Wie kann es in werden, dass wir sagen, wir tun mehr für andere? Wir haben Jobs, die wir zu vergeben haben, wenn es nach dem Krieg Pförtner und ähnliche Positionen waren und heute studierte Mitbürger sind, die nichts finden, dann ist das für uns eigentlich ein Armutszeugnis. Und die Frage ist, ob man mehr an die Medien gehen sollte, ob man mehr an die Industrie gehen sollte, an die Arbeitgeber. Also ich werde das Thema auch in 2 Wochen in unsere Präsidiumssitzung bringen und da auch nochmal fragen, wie viele Menschen bei uns haben irgendein Handicap, wo finden sie gute Jobs, wie glücklich sind sie? Jeder muss sich auch jetzt mal ein bisschen an die eigene Nase fassen. Danke, Herr Laumann. Budget für Arbeit war als ein wichtiges Mittel genannt worden und die Forderung, dass es bei der Assistenz eine Einkommensunabhängigkeit geben müsse. Also nochmal. Das Budget für Arbeit ist eine gute Sache, ohne Frage. Aber Anspruch auf dieses Budget für Arbeit hat ja nun jemand, der jetzt schon in der Eingliederungshilfe ist. Und ich sehe am Arbeitsmarkt vor allen Dingen auch ein Problem, wenn auf der einen Seite die Leute nicht in einer Behindertenwerkstatt sind, aber sie trotzdem keine Chance haben, aufgrund von Behinderung im ersten Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Und dann nützt mir das Budget für Arbeit gar nichts, weil es gar keins gibt. Und das sind also meine Erfahrungen in den vielen Jahren, die vielen behinderten Menschen mit einer guten Berufsausbildung, die gar nicht in einer Werkstatt für Behinderte vorgesehen sind und trotzdem auf dem ersten Arbeitsmarkt nur vor zu und Toren stehen, mir schreiben, ich habe schon 500 Bewerbungen verschickt und. Das sind doch die Dinge, die wir auch als Abgeordnete andauernd in unseren Sprechstunden, in unseren Wahlkreisbüros bekommen, mit der Hoffnung, dass man irgendwie mit Connection da mal irgendwo eine Tür öffnet, was einem im Übrigen gar nicht so leicht gelingt. Gar nicht so leicht gelingt, selbst wenn man dann selber losgeht und sagt, könnt ihr nicht mal. Und da sehe ich schon ein grundsätzliches Problem. So, und jetzt die zweite Frage. Ich glaube, dass man eben, wenn man eine Reform der Eingliederungshilfe macht, an all diese Vermögensfragen ran muss. Bis zu welcher Höhe das dann ist und so, das muss man da auch mal Einzeldefinitionen überlassen. Ja, es gibt immer irgendwo mal Höhen. Ja gut, dann mögen Sie mit dem Kopf schütteln. Es muss auch am Ende alles noch finanzierbar bleiben. Aber ich sage Ihnen ganz eindeutig, dass eine Reform der Eingliederungshilfe hier auf jeden Fall große Veränderungen in ihre Richtung bringen muss. Nun bitte jetzt verlangen Sie nicht von mir, ich bin auch nicht das zuständige Ministerium, die Eingliederungshilfe ist im Arbeitsministerium, verlangen Sie mal bitte nicht von mir, dass ich jetzt die Zahlen nenne. Das kann ich nicht, sondern es muss ja in eine Richtung gehen, dass wir dazu kommen, dass auch von der Arbeit, die Sie machen, der Lohn ihres bleibt. Doch vollkommen klar. Sonst brauchen wir es doch gar nicht machen. Ich meine, die ganze Entwicklung, betreutes Wohnen, das hört sich ja alle so schön an. Die Leute arbeiten über Tag in der Werkstatt und sind in betreuten Wohnungen untergebracht. Ja, wissen Sie, dass da die gesamte Finanzierungsgrundlage die sogenannten Hartz-IV-Gesetze sind? Weil man nämlich sagt, ja, Miete und zahl dann die Grundsicherung. Und der Lohn, der in der Werkstatt ist, ist da ja meistens noch so niedrig, dass er nicht angerechnet wird. Da ist eine vollkommene Budgetverschiebung von den Trägern der Eingliederungshilfe in die Bundeskasse passiert. Ich habe ja nichts dagegen, dass es so ist. Nur alle, die jetzt immer sagen, die Eingliederungshilfe sei nicht mehr so finanzierbar, sollten mal zur Kenntnis nehmen, dass der Bund mit der Grundsicherung der Grundfinanzier fürs gesamte betreute Wohnen in der Bundesrepublik Deutschland geworden ist. Zumindest was die Faktoren Miete und Lebensunterhalt angeht. Dass dann die Betreuung über die Eingliederungshilfe erfolgen muss, ist ja eine andere Baustelle. Also man muss auch mal sehen, dass also auch schon auf dieser Ebene ganze Menge gemacht worden ist. Und bei der Pflegeversicherungsreform, ich bin gar nicht dagegen, dass die Pflegeversicherung systematisch da mehr einsteigt. Nur was ich nicht machen werde, ist, dass am Ende die Pflegeversicherung einsteigt und für die Betroffenen sich nichts ändert und nur der Eingliederungshilfeträger sich von Kosten entlastet. Die Wette machen wir nicht, denn dann habe ich steuerfinanziertes Geld, dann habe ich steuerfinanziertes Geld ersetzt durch beitragsfinanziertes Geld. Und dafür bin ich dann nicht so sehr
zu haben, sondern da muss es auch wirklich einen Mehrwert geben. Und ich habe schon in meinem langen politischen Leben oft erlebt, dass am Ende die Kosten verschoben worden sind und nur die Leute haben nichts davon gemerkt. So, wir sind jetzt mit der Zeit schon um, leider. Es gab noch verschiedene Wortmeldungen. Ich würde Sie bitten, mit einer Ausnahme, weil der Herr schon die ganze Zeit da steht, heben Sie die Wortmeldung auf. Wir werden versuchen, in der zweiten Runde da noch zügiger in die Diskussion einzustellen. Und es geht ja ohnehin schon viel um Arbeitsmarkt. Deswegen können wir da auch noch mal verschiedene Aspekte aufgreifen. Bitte schön. Dankeschön. Werner Löckefeld, Lebenshilfe, Leinefelde-Worbis, Vorstandsmitglied im Land Thüringen. Ich möchte hier auch mal erwähnen, dass es ganz wichtig ist, dass wir das Ehrenamt auch mal hervorheben. Denn alles das, was wir tun, funktioniert nicht ohne das Ehrenamt. Und der zweite Vorredner hat das schon schön beschrieben, dass man schon in den Kindergärten herangehen muss. Und für mich war es ganz wichtig, dass wir Kindergärten auch, wir haben alle Enkel, mit in die Werkstätten mal nehmen, einen Werkstatttag machen. Wir haben eine Kindergartengruppe jetzt erst wieder da gehabt, haben einen Werkstatttag gemacht. Ich habe ein Enkelkind in der Schule, in der vierten Klasse, wir haben die da gehabt, haben einen Werkstatttag gemacht. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie faszinierend das war, wie unproblematisch die aufeinander zugegangen sind und wie viel Spaß die gehabt haben und hinterher gesagt haben, wir konnten uns gar nicht vorstellen, wer eigentlich die Dübel einpackt, die in unseren Supermärkten liegen, wer viele Arbeiten für die Automobilindustrie jetzt schon macht. Und wir reden von Inklusion und sind wir nur der Meinung, wir müssten da über einen Kanal springen. Aber wir müssen auch in unseren Werkstätten, in unseren Unternehmen, in unserer Lebenshilfe die Leute von der Straße reinholen. Wir müssen die Handwerker reinholen, wir müssen sie begeistern und müssen sagen, wir wollen Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt schaffen, aber die müssen auch mal sehen, was wir tun. Und wenn die dann da waren, haben gesagt, das ist ja faszinierend, wir brauchen doch das Fahrrad nicht unbedingt nochmal zu erfinden. Aber wir müssen auch mehr tun als nur eine Zwangsabgabe. Wir müssen wirklich jetzt den Mut auch mal fassen, Behinderte bei uns in die Unternehmen reinzubringen. Denn das sind Größen, die sind überschaubar und zuverlässig. Schönen Dank. Danke für den Appell. Das war eigentlich auch schon ein ganz schönes Schlusswort, denn jetzt gibt es eine ganz kurze Kaffeepause. Ich bedanke mich erstmal bei den Podiumsgästen und auch bei Ihnen für die Teilnahme an der Diskussion. Es ist jetzt eine halbe Stunde Zeit. Bitte seien Sie pünktlich um 15.30 Uhr wieder da, denn dann werden wir dem Mann zuhören, der für den Bund mit den Ländern verhandelt und der sozusagen die Länder überzeugen muss, dass sie möglichst viel Teilhabe zulassen, Peter Altmaier. Vielen Dank und bis gleich.